Jo Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar habe ich heute etwas in Planung für dieses Video. Das nennt sich 16 Personalities. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, vielleicht auch nicht. Es ist ein Persönlichkeitstest und am Schluss erhält man eine Persönlichkeit aus einer Auswahl von 16, die halt am besten auf einen zutrifft, laut den Testergebnissen. Das Interessante ist, dass ich den Test vor 2 Jahren schon mal gemacht habe. Das heißt, ich kann in diesem Video auch vergleichen, wie ich mich in 2 Jahren von der Persönlichkeit her verändert habe, was sicher relativ interessant ist. Okay, let's go. You often make a backup plan for a backup plan. Ja, definitiv. Ich gehe mal auf volle Sicherheit. You prefer to completely finish one project before starting another. Definitiv. Like to use organizing tools like schedules and lists. Ja, ich bin sehr organisiert. Sieht man auch immer an den riesen Skripten, die ich schreibe für meine Videos. More inclined to follow your head than your heart. Definitiv. Rarely worry about whether you make a good impression on people you meet. Ist mir sehr wichtig. Aber halt durch mein Verhalten und jetzt nicht irgendwie durch Kleidungsstil oder sowas. Deshalb nicht komplett disagree, aber schon disagree. You enjoy participating in group activities. Ja, in der Regel ja. Happiness comes more from helping others accomplish things than your own accomplishment. Ja, so neutral. Ich mache beides gerne. Ich helfe gerne anderen Leuten. Aber ich freue mich natürlich auch, wenn ich selber etwas geschafft habe. I'm interested in so many things that you find it difficult to choose what to try next. Nein, ich habe so meine Themengebiete, sei es Gaming, Videoschnitt, fächerbezogen, Informatik mit Programmierung, Mathematik, so die Sachen. You avoid leadership roles in group settings. Ja, da haben sie mich. Wenn ich leiten muss, dann kann ich es. Das habe ich auch in der Unteroffizierschule gemerkt. Aber wenn es noch andere gibt, die unbedingt leiten wollen, dann überlasse ich auch gerne denen die leitende Position. I think the world would be a better place if people relied more on rationality and less on their feelings. Definitiv. Prefer to do your course before allowing yourself to relax. Definitiv. Du musst hascheln. You tend to avoid drawing attention to yourself. Kommt immer auf die Situation drauf an. Aber wenn ich jetzt was gut gemacht habe, dann will ich natürlich auch, dass man das sieht. Ich meine, sonst wäre ich nicht auf YouTube, wenn ich nicht wollen würde, dass die Aufmerksamkeit auf mir ist, von dem her. Aber es gibt sicher auch Situationen, wo ich lieber einfach so im Erdboden versinken würde. Wer kennt es nicht? Lose patience with people who are not as efficient as you. Nein, überhaupt nicht. Ich gebe ja auch Nachhilfe und da ist es oftmals so, dass ich Dinge 4-5 Mal erklären muss. Und da habe ich auch kein Problem damit. Usually prefer to be around others rather than on your own. Kommt immer sehr drauf an. Ich bevorzuge eigentlich nichts von beiden. Ich bin gern allein, aber ich bin auch gern mit anderen. Find it easy to empathize with a person whose experiences are very different from yours. Ja, definitiv. Also auch Meinungsverschiedenheiten oder so spielen für mich keine Rolle. After a long and exhausting week, a lively social event is just what you need. Nein. You often have a hard time understanding other people's feelings. Nein, nicht wirklich. Ich kann mir immer gut vorstellen, wie sich Leute fühlen. Ich meine, jeder Mensch hat ja schon seine Erfahrung gemacht und irgendwo gibt es sicher eine Erfahrung, die man mal gemacht hat, die sich dann mit der momentanen Situation der anderen Person überschneidet. Dann kann man sich so besser in die Person hineinfühlen. Also ich denke nicht. You like to have a to-do list for each day. Definitiv. In your social circle, you are often the one who contacts your friends and initiates activities. Nein. Die meisten machen halt unter der Woche Dinge, wo ich im Militär bin. Also das ist auch der aktuellen Situation geschuldet. Feel more drawn to places with busy, bustling atmospheres than quite intimate places. Ich bin eher an ruhigeren Orten unterwegs. Deshalb wäre zum Beispiel auch ein Club oder so, wäre niemals etwas für mich. Feel confident that things will work out for you. Ja, ich bin recht optimistisch. Defender. So, nicht erschrecken, ich bin jetzt hier unten, aber dann sieht man es besser. Also ich bin immer noch da. Gut, ob ich jetzt von sozialer Interaktion schnell irgendwie ermüde oder so, weiß ich nicht. Aber kann schon sein, dass ich tendenziell eher etwas introvertiert bin. Ich bin sehr, sehr praktisch und schaue immer den Nutzen an, genau. Also observant stimmt definitiv. Ja, genau, ich bin sehr, sehr organisiert, 96%, let's go. Okay, also ich bin sehr analytisch und trotzdem sensibel unterwegs. Eher etwas konservativ, was Veränderungen anbelangt. 13% der Leute sind scheinbar Defenders, okay. Interessant, also Defenders nehmen eher Berufe an Verity oder akademisch oder Medizin. Ja, das stimmt, ich will ja Informatik studieren, also von dem her nicht schlecht. Naja, am Perfektionismus dran, ja. Beispiel den Vlog von Baduz, das ist die 6. Version, die ich hochgeladen habe. Davor gab es 5 andere Versionen und ich war jedes Mal nicht sehr zufrieden damit. Ein emotional attachment to the ideas and organizations they have dedicated themselves to, definitiv. Der YouTube-Kanal hier ist mir sehr wichtig. Gut, ich habe nur 35 Abonnenten im Moment. Das ist mir tatsächlich relativ egal. Da investiere ich trotzdem gerne, auch wenn ich vom Militär zurückkomme, am Wochenende 4 bis 5 Stunden in ein Video rein.
Wenn ich dann sehe, dass ein oder zwei Kommentare hat, die sagen, das Video ist gut, dann ist das für mich schon genügend. In many ways, Defenders are the backbone of the modern workforce. Okay, Defenders unterstützen sehr, sehr gerne ihre Mitarbeiter und helfen denen, das definitiv. Ja genau, das ist das, was ich gesagt habe. Die Defenders, und als Bestätigung, dass die Arbeit gut ist, müssen sie den positiven Effekt sehen oder halt Leute müssen ihnen das sagen. Dann spielt man das gerne mal runter. Das ist sehr interessant. Hier steht, dass Defenders nicht unbedingt Führungspositionen anstreben. Genau das, was ich während des Tests gesagt habe. Kleine Rückblende. Avoid leadership roles in group settings. Ja, da haben sie mich. Wenn ich leiten muss, dann kann ich es. Das habe ich auch in der Unteroffizierschule gemerkt. Aber wenn es noch andere gibt, die unbedingt leiten wollen, dann überlasse ich auch gerne denen die leitende Position. Aber wenn sie sie mal fühlen müssen, wie jetzt ich als Wachmeister, dann kann ich da gut führen und Aufgaben verteilen. Ja, ich glaub, das war es so ungefähr. Dann schauen wir uns mal an, wie das Ganze vor 2 Jahren ausgesehen hat. Ich bin einiges extrovertierter geworden und auch analytischer und viel gefühlsunabhängiger und auch mein Selbstbewusstsein hat sich gesteigert. Krass! Krass! Dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Video oder Livestream.